Also mein Mann ist nicht da und also ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, dass ich sie hier reinlasse. Sie müssen natürlich nicht mit uns sprechen, aber Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht, dieses Baby illegal adoptiert zu haben. Sie haben sich hier mit Herrn Haswald getroffen und ihm eine große Summe Bargeld übergeben. Woher wissen Sie? Moment, also ich war in Herrn Haswalds Klinik und ich habe mich da behandeln lassen. Also ich habe mich künstlich befruchten lassen. Und das bezahlen Sie bar? Ja, ist das vielleicht verboten? Da gibt es eine ordentliche Quittung. Gut, die würden wir gerne sehen. Und alle Unterlagen, die beweisen können, dass es sich hier um Ihr Kind handelt. Okay, ich hole die Unterlagen. Also, es hat alles seine Ordnung. Hier ist der Vertrag mit der Kinderwunschklinik drin, die Geburtsurkunde, mein Mutterpass. Ist alles da. Ist das meine Lilly? Moment mal. Frau Schelling, was machen Sie denn hier? Ich habe die Adresse von Herrn Vorländer und die Tür stand offen. Das ist nicht Lilly. Das ist nicht mein Baby. Auf den ersten Blick scheinen die Unterlagen in Ordnung zu sein. Wir werden sie finden. Also, ich verstehe Sie, ehrlich, aber es handelt sich hier um ein großes Missverständnis. Die Polizei wird Ihre Unterlagen sichten. Vielleicht können Sie uns einfach noch sagen, welcher Frauenarzt Sie in der Schwangerschaft betreut hat. Natürlich, das war Dr. Römer. Ich kann Ihnen gern seine Nummer geben. Die Privatermittlerin und der Anwalt verabreden sich für den nächsten Vormittag in der Kanzlei von Christian Vorländer, um das weitere Vorgehen auf der Suche nach Baby Lilly zu besprechen. Herein. Hallo, Frau Kraft. Hallo, Herr Vorländer. Und wie geht's der Frau Schelling heute? Konnten Sie schon mit ihr sprechen? Ja, ich denke, sie ist okay. Ihr Partner kümmert sich jetzt um Sie. Haben Sie eigentlich schon mit dem Frauenarzt von der Frau May gesprochen? Ja, habe ich. Er hat mir bestätigt, dass die Frau May während ihrer Schwangerschaft von ihm betreut wurde. Gestern hätte ich besser aufpassen sollen. Die Frau Schelling, die hat ganz offenkundig die Adresse gelesen, als ich sie notiert habe. Eine Mutter, die ihr Baby sucht, ist einfach nicht zu stoppen. Gut, dann sollten wir uns einfach mal wieder auf die Suche konzentrieren. Und dabei dürfen wir Dirk Bartsch nicht aus den Augen verlieren. Dirk Bartsch trägt kein Tattoo am Unterarm. Ich denke, er wird irgendjemanden beauftragt haben, um dieses Baby zu entführen. Ganz genau. Jemanden aus dem Sanitätsdienst, der auch so ein Tattoo trägt. Außerdem habe ich mit dem Kommissar gesprochen und der hat mir etwas Hochinteressantes erzählt. Jetzt halten Sie sich fest. Sven Haswald hat vor einigen Jahren in einer Klinik gearbeitet, aus der zwei Babys entführt wurden. Ja, und wir dachten schon, die Spur zu ihm wäre kalt geworden. Und es kommt auch noch jemand ganz anderes in Betracht. Ich habe mir noch mal die Liste angesehen, die Sie da von Ihrem Kontakt aus dem Militär bekommen haben. Die leben mittlerweile alle verstreut in ganz Deutschland. Außer Sven Haswald lebt noch einer in der Stadt. Es handelt sich dabei um einen gewissen Hanno Buchner. Wir müssen jetzt herausfinden, ob der den Herrn Bartsch kannte. Ich bin gerade dabei, das zu überprüfen. Auf den ersten Blick nichts Auffälliges. Er ist vom Beruf Altenpfleger und arbeitet zufällig hier in einem Heim ganz in der Nähe. Es ist gleich Mittag. Vielleicht erwischen wir ihn noch in der Pause. Haben wir eine Nummer von diesem Mann? Ja, klar. Drucke ich ihn aus, warten Sie mal. Gut, und ich muss jetzt los in die Klinik. Die Klage wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht. So, hier ist die Nummer. Wäre prima, wenn Sie diesen Herrn Buchner kontaktieren und sich mit ihm verabreden. Ja? Mache ich auf jeden Fall. Und anschließend kümmere ich mich um Sven Haswald. So machen wir es. Altenpfleger Hanno Buchner hat einem kurzfristigen Treffen mit der Detektivin zugestimmt und sich mit ihr in seiner Mittagspause verabredet. Hallo, entschuldigen Sie. Sie müssen Hanno Buchner sein. Dann sind Sie die Frau Kraft, stimmt's? Muss ja dringend sein, dass Sie mich in der Mittagspause direkt sprechen wollen. Worum geht's? Sie sagten am Telefon, es geht immer eine Zeit beim Militär. Es ist so, ich arbeite momentan für einen Mandanten, der hat Kontakt zu jemandem aus einer Sanitätseinheit. Sie tragen alle das gleiche Tattoo, oder? Ja, das haben wir uns alle gemeinsam in Indonesien machen lassen. War sowas wie unser Zeichen. Kennen Sie einen Dirk Bartsch? Nee, tut mir leid. Den kenne ich nicht, nie gehört. Hören Sie, ich glaube, das Treffen war doch nicht so eine gute Idee. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Wissen Sie, ich will mit so einer Sache einfach nichts zu tun haben. Nein, warten Sie bitte. Sie wissen doch etwas. Sie lügen doch. Es wurden Kinder aus der Klinik gestohlen. Ist Ihnen das einfach so egal? Ja, nein. Nein, aber ich dachte, jemand... Hören Sie zu, ich kenne diesen Bartsch nicht.
Dirk Bartsch ist der leibliche Vater des Babys. Und das hier ist die Mutter. Gestern wurde mein Baby entführt. Ich wende mich an den, was er das gemacht hat. Meine kleine Lilly hat bestimmt Angst. Oh Mann. Das ist Lilly. Oh Mann, wer bitte entführt denn Babys? Das ist ja krank. Das versuche ich eben gerade herauszufinden. Ja, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ja? Ich kenne diesen Bartsch einfach nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Peter, das ist Peter Sandmann, alter Kamerad aus meiner Einheit. Der hat mich gestern angerufen. Nach über 10 Jahren, ja. Gut, wir haben ein bisschen über alte Zeiten geplaudert und dann hat er mich gefragt, ob ich Ihnen Gefallen tun kann. Ein Gefallen? Ja, ich sollte diesen Dirk Bartsch anrufen, mit ihm ein bisschen Zeit verbringen, mein Auto von ihm checken lassen, irgendwas. Ich glaube, es ging einfach darum, dass ich mit diesem Bartsch in Kontakt kam. Ja, und haben Sie das gemacht? Nee, das kam mir ja gleich total komisch vor. Überlegen Sie doch mal. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass ich es nicht gemacht habe. Sonst wäre ich ja wohl jetzt in eine Kindesentführung verwickelt, oder? Haben Sie ein Foto vielleicht von ihm? Ein Foto von Peter? Nee. Ich weiß ja nicht mal, wie der heute aussieht. Sagt Ihnen Sven Haswald irgendetwas? Sven, na klar. Sven und Peter waren damals beste Kumpels. Die hingen ständig zusammen rum. Peter Sandmann. Herr Buchner, vielen Dank. Sie haben mir wirklich sehr weitergeholfen. Wiedersehen. Für die Detektivin steht der zwielichtige Sven Haswald auf der Liste der Verdächtigen ganz weit oben. Darum verschafft sie sich noch am selben Abend Zutritt zur Kinderwunschklinik und versucht unbemerkt in das Büro des Arztes zu gelangen. Auf dem Computer des Arztes sind hochsensible Daten, weshalb er passwortgeschützt ist. Mithilfe einer speziellen Software will die Ermittlerin den Code knacken und hofft, eine Spur zu der entführten Lilly zu finden. Viel Zeit bleibt ihr allerdings nicht. Schon, komm schon, komm schon. Liste. Alle Kinder stammen aus dem Marienkrankenhaus. Schon, wo ist eigentlich Lilly? Kinderoption. Dieser Mistkerl lässt seine Kunden wirklich aussuchen, welche Eigenschaften die Babys haben sollen. Das gibt's doch gar nicht. Schon, komm schon, komm schon. Wir haben hier einen möglichen Einbruch im Zimmer von Dr. Haswald. Alle Zugänge zur Klinik überprüfen. Am nächsten Morgen werden alle bisherigen Informationen zusammengetragen. Diese Ratte. Er ist perfekt organisiert. Wunschkinder für zahlungskräftige Eltern. Eine illegale Adoptionsbörse. Aber wie kommt er an die Kunden? Ich denke, einen großen Teil wird er von den Leuten bekommen, bei denen die künstliche Befruchtung einfach nicht erfolgreich war. Ich habe es einfach nicht geschafft, die ganzen Daten auf den Stick zu laden. Sonst hätte mich der Wachmann erwischt. Was ich nicht verstehe ist, wie passt Hanno Buchner in diese Sache rein? Vielleicht will Haswald einfach nur von sich ablenken. Irgendwie Zeit schinden. Er weiß, wir suchen jemanden mit einem Tattoo. Und er weiß, wir verdächtigen den leiblichen Vater Dirk Bartsch. Wenn er davon ausgeht, dass wir Bartsch beschatten, dann hat er vielleicht extra dafür gesorgt, dass sich Buchner mit Dirk Bartsch sehen lässt, damit wir denken, die beiden arbeiten zusammen. Wenn jemand versucht, fälschlicherweise Dirk Bartsch zu belasten, dann hat er möglicherweise nichts mit der Entführung zu tun. Womit wir auf Peter Sandmann kommen. Wer ist er? Er steht auf der Liste der Militäreinheit. Ich habe seine Adresse überprüft. Ich habe nichts finden können. Seit 2009 ist er einfach spurlos verschwunden. Da ist noch was. Sie sagten, die Babys kommen aus dem Marienkrankenhaus. Aber wie kommt Haswald an die nötigen Informationen?
wann die Kinder geboren werden, wie sie aussehen, wann der günstigste Zeitpunkt ist, sie zu stehlen. Nun, ich denke, er muss auf jeden Fall einen Komplizen haben in dem Marienkrankenhaus. Was ist mit diesem Robert Meyer? Dem Freund von Frau Schelling? Der arbeitet doch in der Verwaltung. Vielleicht kann er uns Zugang zu den Personalakten verschaffen. Die Klinik wird sicherlich kooperieren. Ich meine, die haben ja ein Rieseninteresse daran, dass die Entführung aufgeklärt wird. Die haben eine irre Angst, dass wir sie wegen Verletzung der Aufsichtspflicht in Grund und Boden verklagen. Also, ran an die Arbeit. Mach ich. Laura Kraft fährt zu dem Krankenhaus, aus dem die kleine Lilly entführt wurde. Und trifft bei Robert Meyer, dem Freund der Mutter, direkt auf große Hilfsbereitschaft. Das ist wirklich sehr hilfreich, Herr Meyer. Gerne, was immer ich tun kann. So, über diesen Ordner kommen Sie an die Personalakten aller Mitarbeiter des Krankenhauses der letzten Jahre. Ui. Entschuldigung. Gar kein Problem. Das sieht aber böse aus. Das ist eine ganz alte Narbe. Tauchunfall. Brauchen Sie sonst noch irgendwas? Waren Sie eigentlich schon mal beim Militär? Nein, hab verweigert. Das ist nichts für mich. Ja, ich muss dann auch wieder. Tanja braucht mich jetzt, das verstehen Sie sicher. Ja, sicher. Sie haben mir wirklich sehr geholfen, Herr Meyer. Keine Ursache. Wiedersehen. Wiedersehen. Das Einzige, was ich wirklich brauche, Ihre Personalakte, Herr Meyer. Die Detektivin informiert den Anwalt über ihre verdächtige Beobachtung. Christian Vorländer bittet daraufhin Altenpfleger Hanno Buchner um ein Treffen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Buchner. Schauen Sie sich bitte diesen Mann an. Dieser Mann hat eine Narbe, genau an dieser Stelle, wo jeder als ihre Einheit ein Tattoo getragen hat. Ich vermute, er hat sich das wegmachen lassen. Und? Ich finde ihn auf der Liste nicht. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Sandra mich kontaktiert hat. Den Bartsch. Moment, das ist Peter Sandmann? Das auf diesem Foto ist Peter Sandmann. Was sagten Sie denn? Uns hat er sich als Robert Meyer vorgestellt. Ja, okay. Das ist wegen des Unfalls damals. Unfall? Peter hatte einen Unfall mit dem Militärjeep. Dabei ist ein Kind verletzt worden. Nicht tödlich, aber ihm einen Arm gebrochen, ja. Später stellte sich heraus, dass Peter betrunken war. Und da hat sich die Presse auf ihn gestürzt, klar. Und dann hat er extra seinen Namen geändert, um all dem zu entgehen? Ja, würden Sie all das auch vor Gericht nochmal aussagen? Wenn es um diese Kindesentführung geht, ja, darauf können Sie sich verlassen. Ja, vielen Dank, Herr Buchner. Ich werde mich bei Ihnen melden. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Das reicht ja wohl. Robert Meyer, Lebenspartner von Frau Schelling, hat Sven Haswald alle wichtigen Informationen über die Babys zukommen lassen. Ich glaube, die arbeiten zusammen. Ja, das müssen wir jetzt nur noch beweisen. Und wir müssen endlich das Baby finden. Ich muss dringend in Haswalds Büro. Ich brauche diese Liste. Die ist ja schon nicht längst gelöscht, nachdem der Einbruch bemerkt wurde. Und Sie können davon ausgehen, dass die Sicherheitsmaßnahmen auch schon erhöht wurden. Vielleicht ist es besser, ich informiere Kommissar Ganter. Wenn die Babyhändler merken, dass die Polizei ihnen dicht auf den Fersen ist, dann werden die womöglich Lilly ins Ausland schaffen. Und dann werden wir das Kind nie wiedersehen. Das könnten die beiden aber jetzt schon vorhaben. Aber um das zu tun, müssen sie erstmal Lilly da rausholen, wo auch immer sie sie gerade versteckt haben. Und genau dazu werde ich sie bringen. Der Anwalt will den verdächtigen Arzt unter Druck setzen und stattet ihm in der Kinderwunschklinik einen Besuch ab. Allerdings nicht allein. Jetzt nicht! Ja, wir schicken Ihnen das Ultraschallbild dann zu, kein Problem. Oh, ich rufe zurück. Was machen Sie denn hier? Ich habe jetzt keine Zeit. Herr Meyer, nicht so schüchtern. Sie haben doch auf dem Weg schon gemerkt, wohin es geht. Kommen Sie ruhig mit rein. Nein, Sie sagten, es gibt eine heiße Spur über Lillys Aufenthaltsort. Aber ich verstehe nicht, was ich hier soll. Sie sind doch nur mitgekommen, damit Sie nicht verdächtigt werden. Aber geben Sie sich keine Mühe, Herr Meyer. Ich verdächtige Sie ohnehin schon längst. Genauso übrigens wie Ihren Freund, den Herrn Haswald. Was soll eigentlich das Ganze? Wir haben doch der Frau Schelling ein Foto von dem Tattoo des Täters gemailt. Das haben Sie als Ihr Lebenspartner doch bestimmt gesehen, oder? Ja, schon. Allerdings frage ich mich, warum Sie nicht auf die Idee gekommen sind, uns mitzuteilen, dass Sie dieses Tattoo kennen. Und zwar von Herrn Haswald und von Ihrer früheren Militäreinheit. Oh, Entschuldigung, Sie haben ja verweigert, das habe ich ganz vergessen. Im Militär, da war ja jemand anderer, der Herr Sandmann. Okay, okay.
Sven und ich kennen uns. Aber unter meine Vergangenheit habe ich einen Schlussstrich gezogen und ich wollte, dass das auch so bleibt. Finden Sie das nicht ein bisschen dünn, Herr Meier? Entschuldigung, Sandmann. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Herr Vorländer? Auf Ihren illegalen Babyhandel. Sie verkaufen Säuglinge, Herr Haswald. Und Informationen über die Babys, die bekommen Sie von dem Herrn Meier. Ich hoffe, dafür haben Sie Beweise. Nicht, dass Sie vor Gericht dann laut rufen müssen. Die beiden kennen sich. Das sind die Bösen. Die Beweise finde ich hier, in Ihrem Büro. Bestimmt nicht. Und ich denke, Sie sollten jetzt gehen, Herr Vorländer. Oder soll ich den Sicherheitsdienst rufen? Das ist gar nicht nötig. Ich rufe nämlich jetzt die Polizei. Und die kommt dann mit einem Durchsuchungsbeschluss. Die sind dann gleich da. Und da hilft Ihnen Ihr Sicherheitsdienst auch nichts mehr. Bis gleich. Scheiße. Und telefoniert er schon? Ja. Ja, natürlich, aber... Sie können mir doch kein Kit verkaufen und es 3 Tage später wieder zurückverlangen. Sie wussten aber, auf was Sie sich da einlassen. Und dass das nicht ganz ohne Risiko ist. Ja, aber sie ist uns schon so ans Herz gewachsen. Ich kann mir ja vorstellen, dass Sie das lieb gewonnen haben. Aber... Kein Aber. Ich will doch nur Ärger vermeiden. Wenn die Polizei vor der Tür steht, dann müssen Sie das sowieso zurückgeben. Ich lasse mich von Ihnen nicht bedrohen. Hören Sie. Scheint ja mein kleiner Auftritt seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. Sie wollen die kleine Lilly holen. Vielleicht wollen Sie sie auch nur wieder zum Krankenhaus zurückbringen. Oder Sie wollen sie verschwinden lassen. Wir müssen diese Frau finden, dann haben wir auch Lilly. Konnte eigentlich die Kamera das Display des Telefons aufzeichnen? Nein. Ach Mist. Mit der Rufnummer könnten wir die Adresse der Frau ermitteln. Wir könnten aber auch Kommissar Ganter kontaktieren. Die Polizei könnte dann mit Hilfe des Providers die Rufnummer ermitteln und eine Streife bei der Frau vorbeischicken. Die Sache hat nur einen Haken, das dauert zu lang. Haswald wird ganz bestimmt versuchen, Lilly so schnell wie möglich von der Frau wegzuholen. Ich hätte da eine Idee. Schon wieder? Sie können da nicht noch mal einbrechen. Und außerdem müssten Sie da bis heute Abend warten. Ich hatte auch weniger an Einbruch gedacht, sondern eher so an Teamwork. Haswald hat mich noch nie gesehen. Hey. Detektivin Laura Kraft will dem Arzt eine Falle stellen, um seinen dubiosen Machenschaften endlich ein Ende zu setzen. Bitte, kommen Sie doch rein. Und hier können Sie sich dann auch hinsetzen. Ja, Sie sehen, man kann sich hier ganz ungestört unterhalten. Aber was für weitere Möglichkeiten gäbe es denn, wenn die künstliche Befruchtung einfach nicht anschlägt? Woran haben Sie denn da gedacht? Ich weiß auch nicht so recht. Sie können da ganz offen sein. Ich meine, wir haben ja ein sogenanntes Arzt-Patienten-Verhältnis. Ja, und ich werde auch sehr vertrauensvoll damit umgehen. Wissen Sie, wir haben schon lange versucht, ein Kind zu adoptieren. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Und vor allem, man kann sich irgendwie gar nicht aussuchen, welches Kind man haben möchte. Naja, aber da gibt es Möglichkeiten. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie jemanden bestochen? Haben Sie Ihre Beziehungen spielen lassen, damit die Polizei keinen Durchsuchungsbeschluss bekommt? Wer ist dieser Mann? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Sie platzen jetzt schon zum 2. Mal heute in eine wichtige Besprechung von mir. Sie haben jetzt Hausverbot. Raus hier! Was auch immer Sie hier machen, lassen Sie sich nicht täuschen. In dieser Klinik wird man belogen und betrogen. Security! Finger weg! Damit kommen Sie nicht durch. Entschuldigen Sie bitte, ich bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie, dieser Mann ist ein Stalker. Ach, wissen Sie, ich habe es mir anders überlegt. Schönen Tag noch. Mithilfe der Telefonnummer aus dem Anrufspeicher des Arztes kann Christian Vorländer über die Polizei den Namen und die Anschrift der Frau ermitteln, die das entführte Baby seiner Mandantin gekauft hat. Frau Merber? Mein Name ist Christian Vorländer. Ich vertrete anwaltlich Frau Schilling.
Es geht um Kindesentführung. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Moment. Ich glaube, dass dieses Baby hier gekauft ist. Sie kennen doch ganz bestimmt Dr. Haswald, oder? Gekauft? Ist ja völlig absurd. Ich habe bei Herrn Dr. Haswald eine künstliche Befruchtung durchführen lassen. Und ich habe Papiere, die das belegen. Diese Papiere, Frau Gerber, sind gefälscht und das wissen Sie ganz genau. Wenn Sie ein Baby kaufen, muss man es doch vorher seiner leiblichen Mutter entwendet haben. Ist Ihnen das eigentlich egal? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich habe nichts Unrechtes getan. Doch, das haben Sie. Das war eine illegale Adoption. Sie können doch nicht einfach alles kaufen. Und schon gar nicht ein Baby. Und jetzt decken Sie diesen Verbrecher auch noch. Das wird strafrechtliche Konsequenzen für Sie haben. Ich lasse mich von Ihnen nicht bedrohen. Lassen Sie sofort meinen Kinderwagen. Oh nein. Ist das mein Baby? Ist das meine Lilly? Frau Schelling, Sie hatten doch gesagt, dass Sie im Auto warten sollen, bis ich Sie rufe. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Mein Baby, meine Lilly. Nicht. Aber ein Kind gehört zu seiner Mutter. Ich wollte doch nur... Das ist meine Lilly. Ich bin Lillys Mama. Ich bitte Sie, wollen Sie wirklich verhindern, dass mein Baby mit seiner Mutter aufwächst? Ich kann keine Kinder bekommen. Ich wollte doch nur eine gute Mutter sein. Es tut mir so leid. Wenn es Ihnen so leid tut, dann gibt es etwas, das Sie tun können. Sagen Sie gegen Sven Haßmann und seinen Komplizen aus. Das wird Ihr Gewissen erleichtern. I see a smile that lights a million. Für die skrupellosen Kinderhändler wird die Luft dünn. Sven Haßwald hat beschlossen zu fliehen. Wir können nicht einfach so verschwinden. Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Ja, ich doch auch. Die haben mein ganzes Leben mit dieser Dreckskamera aufgenommen. Wir haben keine andere Wahl. Ah, dies nützt Ihnen gar nichts. Diese Kamera ist illegal. Und alles, was Sie damit aufgenommen haben, können Sie so und so nicht vor Gericht verwenden. Möglich. Aber es gibt eine Zeugin. Und die ist viel besser als diese Kamera. Außerdem wissen wir gar nicht, was das für eine Kamera ist. Sie sind vorläufig festgenommen wegen dem Verdacht der Entführung Minderjähriger, Kinderhandel und Urkundenfälschung. Kamera zu mir. Sie arbeiten doch als Arzt und verdienen da einen Haufen Geld. Konnten Sie da nur alles wegen dieser illegalen Adoption aufs Spiel setzen? Hm? Was die reine Geldgier? Erbärmlich. Und Sie, Herr Meier? Das Kind der eigenen Freundin entführen. Ist ja das Allerletzte. Ich wollte doch niemals, dass Lilly entführt wird. Das müssen Sie mir glauben. Die Babys haben Nummern. Ich habe Sven die falsche Nummer gegeben. Und dann? Haben Sie nichts unternommen? Natürlich. Ich habe Sven aufgefordert, das Kind zurückzubringen, aber da hat er es schon verkauft. Eine Frage habe ich noch. Wie konnten Sie die ganze Zeit Ihrer Freundin in die Augen sehen? Aufhören. Bitte. Sven Haßwald und Robert Meyer betrieben eine illegale Adoptionsagentur. Die Kunden zahlten sehr hohe Preise, um ihren Babywunsch auf brutale, ja auf menschenverachtende Art und Weise erfüllt zu bekommen. Sie stahlen einfach neugeborene Babys und gaben diese als die Babys ihrer Kunden nach einer künstlichen Befruchtung aus. Sie bezahlten einen Frauenarzt, der die angebliche Schwangerschaft und Geburt der Kundinnen bestätigte. Dass sie Babys verzweifelten Müttern einfach entwendet haben, war ihnen dabei völlig egal. Jetzt müssen die beiden Täter wegen Entziehung Minderjähriger, Kinderhandels und Urkundenfälschung mit hohen Freiheitsstrafen rechnen. Auch wenn ihr Vorgehen ein bisschen unorthodox war, so konnte ich doch ohne ihre Hilfe diesen Fall so nicht lösen. Es war mir eine Freude, Chef.